Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ja, ihr seht, was hier liegt, ein Bild von AliExpress. Und zwar habe ich mir etwas bei dem Diamond Star Official Store bestellt. Dieses Bild ist leider nicht mehr zu kaufen, also mindestens nicht hier bei dem Anbieter, weil wenn ich jetzt da auf die Seite gehe, kommt, dass der Anbieter nicht mehr nach Deutschland liefert. Schade eigentlich. Und ich weiß, ich habe nicht das bekommen, was ich eigentlich gedacht habe, denn ich habe mir eigentlich habe ich gehofft, dass ich das Bild komplett in AB bestellt habe. Aber dem war es nicht. Es ist rund und es hat ein paar AB-Steinchen. Aber vielleicht, ich bin sogar fast froh, dass es nicht komplett AB ist, weil komplett AB ist auch wieder sehr speziell. Und da habe ich ja das Mystery. Und das reicht mir jetzt wirklich erstmal aus. Ich bin ganz froh, so wie das jetzt ist. Ich habe nur mal ganz kurz reingelunscht und wir packen das jetzt mal aus. Also, ich bin sehr gespannt. Da ist unser Bild. Es kommt auf einer Schaumstoffrolle, es ist ein bisschen geknickt, aber wir haben Port Clue, deswegen geht es einigermaßen. Trotzdem finde ich es ein bisschen schade, wenn es nicht so wirklich in einem Karton kommt, weil, na, sowas passiert dann halt in so einer Verpackung halt echt schnell, dass es einfach geknickt wird. Zum Glück aber Port Clue. Wir gucken es uns trotzdem dann in Ruhe mit an, wie die Leinwand ausschaut. Und was haben wir noch dabei? Steinchen und natürlich unser Toolkit. Ich zeige euch mal, wir haben runde Steinchen und wir haben hier auch schon die erste AB-Farbe. Wir haben auch eine Papierlegende dabei, das freut mich richtig. Und das ist unser Motiv, diese schönen Sukkulenten, da habe ich mich gefreut. Das Bild ist 60 x 45 cm groß, hat ein paar AB-Farben. Ich bin mal gespannt, wie viele AB-Farben und wie die eingesetzt sind. Das gucken wir uns jetzt mal in Ruhe an. Aber wir machen jetzt erstmal die Leinwand auf. Also mal ein bisschen zur Seite. Unsere Leinwand ist nochmal gehalten, hier mit so einem kleinen Gummi. Die machen wir mal mit ab. Da muss ich mal ein bisschen vorsichtig zur Seite legen, weil sowas liebt Timmy ja abgöttisch. Und wir gucken mal. Ja, jetzt hier haben wir es schon mal richtig rum. Auf jeden Fall haben wir 40 Farben. Das ist schon mal eine gute Farbanzahl. Und wir haben ein Raster. Wir haben ein rundes Raster. Und das sind unsere Sukkulenten. Das ist übrigens nochmal der Schaumstoffkern, worauf es aufgerollt war. Und hier seht ihr nochmal richtig schön die Knitterfalten. Das ist natürlich ein bisschen schade. Zum Glück ist es Port Clue. Hätten wir jetzt doppelseitige Klebefolie, ja, dann wäre es echt nicht so schön. Aber ich muss sagen, ich bin noch ganz zufrieden. Hier, das ist diese große Sukkulente. Und dann haben wir hier ringsrum ein paar kleinere. Ich bin mal gespannt, wie das von der Auflösung her rüberkommt. Die sieht schon mal gut aus und die hier unten auch. Die an der Seite, das werden wir dann natürlich sehen, wenn es gepaintet ist. Dadurch, dass es rund ist, ist es ja eh noch mal ein bisschen anders. Ich drehe das mal kurz rum, zeige euch mal die Rückseite. Na, also da seht ihr, die Knitter sind ordentlich, schon ein bisschen schade. Und wir haben aber eine richtige flauschige Leinwand und das heißt ja immer, dass diese flauschigen Leinwände so selbstklettende Leinwände sind. Ich lege das Bild, glaube einfach mal unter meine Matratze und dann schaue ich mal, wie es sich klettet. Und irgendwann painten wir das vielleicht mal dann ein bisschen weiter. Wir machen heute bloß eine Paintprobe und dann berichte ich euch natürlich, wie sich das dann geklettet hat oder nicht oder wie auch immer. Ansonsten müssen wir es halt bügeln. Ja, wir machen trotzdem mal direkt gleich einen Klebecheck. Der Kleber ist ordentlich. Der Überstand vom Kleber ist zum Bild ziemlich krass, also ziemlich groß. Da braucht man auf jeden Fall Washi-Tape, würde ich sagen, weil sonst tut man sich hier alles ziemlich ja, verfusseln und verdrecken. Ich zeige euch jetzt den Druck. Der Druck sieht gut aus. Da haben wir ihn. Kann man gut erkennen. Auch das Weißgedruckte finde ich mindestens so auf den ersten Blick, was ich so sehe. Na, also Druck wird bei mir eindeutig die 2. Schön zu erkennen, braucht man kein Leitfett. Wir haben
ein Raster ringsrum. Ich bin mal gespannt, ob wir das Raster durchsehen, ähnlich wie bei nicht Huracan, Homefun, ne? Also bei den Rundsteinchen bei Homefun hat man immer ein bisschen das Problem, egal wie gut man die legt, man sieht immer von diesem runden Raster ein bisschen noch was an den Seiten durch. Bei hellen Steinen ja, fällt das leider ein bisschen negativ auf. Hier bin ich mal gespannt und wir werden das uns dann ganz in Ruhe angucken. Ja, wie gesagt, wir machen ja eh eine Paintprobe. Ich hole euch jetzt noch mal ein ganz kleines bisschen runter und dann gucken wir uns nämlich mal hier die Steinchen an und zählen mal durch, ob alle Steinchen mit dabei sind. Ich mache das jetzt heute mal live. Ich hoffe, das wackelt jetzt nicht zu sehr. Ne, da habe ich keinen Stift. Da ist einer. Stift ist natürlich wichtig. Ohne Stift geht es nicht. Aber bevor wir uns über die Steinchen hermachen, haben wir hier unser Toolkit. So. Ja, das Bild, das knistert jetzt ein bisschen. Ich werde mal das Bild zur Seite legen, weil wenn ich das jetzt hier liegen lasse, ja, dadurch, dass ich zeige euch mal, was das Problem ist. Die Folie steht hier so ab und knistert halt extrem. Und wenn ich ja immer mit meinem Arm drauf komme, ist das natürlich nicht so schön im Video. Deswegen lege ich die mal kurz zur Seite, bis wir das Probepainting machen. Und wir gucken uns das Toolkit mal so an. Was ich so ganz am Anfang sehe, stimmt mich sehr zufrieden. Wir haben hier ein paar kleine Zipptütchen. Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5. Fünf kleine, ziemlich dünne Zipptütchen. Ja, ist nicht schlecht, kann man manchmal gebrauchen. Ich selber brauche sie nicht. Aber ist okay. Dann haben wir natürlich einen Stift. Das ist einer von diesen schönen, durchsichtig, milchig, transparenten, die ein bisschen glitzern. Die mag ich ja total. Auf jeden Fall viel mehr als diese rosanen. Wir haben auch einen Squishy dabei. Und dieser Squishy geht sogar mal gut auf den Stift drauf. Also ich habe immer das Problem, dass Squishies entweder mega schlecht auf den Stift gehen, ne, weil die zu straff sitzen, oder die Squishies sind zu groß, dass sie immer wieder vom Stift runterrutschen. Der hier ist genau richtig, geht gut drauf, aber hält auch am Stift, wenn man paintet. Richtig schön. Wir haben auch Mehrfachaufsätze. Sogar ganze drei Stück. Einen Dreier, einen Sechser und einen Neuner Sätze. Es sind leider diese breiteren. Mit denen arbeite ich persönlich nicht so gern, aber man kann mit denen auf jeden Fall arbeiten. Ne? Es ist, ich will jetzt nicht sagen, dass man mit denen nichts anfangen kann. Ich mag sie bloß nicht. Ich mag eher diese schmaleren. Aber ihr wisst, Mehrfachaufsätze ist eh nicht ganz so mein Ding. Ich bin eher so der Einzelsetzer oder mit Pinzette. Ne? Ja, wir haben auch ein schönes großes Wachsblättchen mit dabei. Damit kommt man sehr gut über die Runden für diese Bildgröße. Wir haben ein weißes Schiffchen mit Trichter. Finde ich schön, dass es nicht so ein grünes ist, was vorne zu ist. Ich mag diese weißen mit Trichter sehr gern. Die klappen ganz gut und damit ist man gut ausgerüstet, finde ich. Und wir haben eine Pinzette und zwar sogar eine gute, finde ich. Ja, relativ gut. Also so ganz so gut ist sie nicht, aber auf jeden Fall besser als manch andere Pinzetten, die manchmal mit dabei sind. Mit der kann man auf jeden Fall arbeiten. Na, das finde ich schon mal gut. Ja, also die Pinzette ist ganz passabel. Ja, schönes Toolkit, muss ich sagen, für den kleinen Preis. Kann man zufrieden sein. So, tun wir mal alles zur Seite. Und wir gucken uns die Steinchen mal an. Wir machen jetzt mal Lärm. Wir holen mal alles raus, zählen unsere Steinchen. Was mich freut, ich sehe es direkt, wir haben Zipptütchen. Finde ich immer ganz klasse. Und wir haben eine Legende, das ist auch gut. So, ich muss jetzt hier bloß den Anfang finden. Und dann geht's los mit dem Lernen. Also hier haben wir unsere Legende, die ist schon mal ganz wichtig. Ja, und wir haben ganz schön
viele AB-Farben, also was heißt ganz schön viele AB-Farben, aber auch die Farben, die wir haben, da sind echt ordentlich viele Steinchen von AB dabei. Ne? Also vier Farben haben wir auf jeden Fall, fünf fallen mir jetzt hier direkt ins Auge. Oh, und dann sehe ich noch hier, das schöne Blau ist auch noch mit dabei. Also sechs Farben haben wir schon mal auf jeden Fall. Wir schauen jetzt nochmal auf die Legende. Da müsste das hier auch noch mit draufstehen. Ja, wir haben 6x AB-Farben. Das ist ein guter Schnitt von 40 Farben. Und ich werde jetzt jedes einzelne Tütchen abgleichen, gucken, ob das passt. Die Menge können wir jetzt nicht wirklich kontrollieren. Aber steht ja meistens immer auch ungefähr hier drauf. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die 956. Wir brauchen 4,2 Gramm, 4,3 Gramm Hammer. Ja. Und ist auf jeden Fall da. Die 20. Also Häkchen dran. Die AB-Farben machen wir auch gleich mal. Und mir ist hier auch ein rosanes schon direkt entgegengekommen. Das mache ich gleich mal mit ins Tütchen rein. Ich bin Schwabe, ich bin sparsam. Vor allen Dingen mit AB-Farben. Ich freue mich ja immer, wenn irgendwie so schöne Steinchen ein bisschen übrig bleiben, dass da was in meine Restekiste wandern kann. Also 936. Dann haben wir hier das schöne Blau. Schade, dass von der Farbe so wenig dabei ist. Die Farbe ist echt traumhaft. Ist auch dabei. Hey, 820, das ist ein schönes dunkles Blau. Haben wir dann ein Lila. Die 550. Warte mal, ich habe ja das hier abgehakt. Die 775 und die 740. So, dann haben wir hier die 939. Haben wir eigentlich die 310 dabei? Nee, 310 haben wir nicht, aber wir haben ganz schön viel 939. Das ist ja auch so eine sehr dunkle Farbe, ein sehr dunkles Blau. Aber ich finde, die Steinchen schauen wirklich gut aus. Na, also die sind schön gleichmäßig, schön rund. Nicht zu groß, nicht zu klein. Könnte mir sogar sehr gut gefallen. 939 haben wir. Wollen wir jetzt ein bisschen runterrutschen. Dann haben wir hier die 169. Und die 352 ist auch dabei. Die 929, oh, das ist auch eine tolle Farbe. Guckt das mal euch mal an. Total mein Beuteschema. Aber die Steinchen schauen wirklich gut aus. Also, mein Gott, ich bin beeindruckt. Also runde Steinchen sind generell meistens ganz okay. Aber selbst da hatte ich auch schon mal immer so ein bisschen... Ja, mal Steinchen, die nicht ganz so gut waren. Aber das ist meistens nicht so schlimm bei rund. Allerdings gibt es auch wirklich gute runde Steinchen, wo man sagt so, boah, die sind traumhaft. Und diese scheinen hier wirklich sehr gut zu sein. Finde ich mindestens so auf den ersten Eindruck. Die 157. Dann die 155. Dann haben wir hier ein Weiß, das ist die 3865. Dann machen wir gleich mal hier weiter mit der 3823, die haben wir auch. Boah, das ist auch so ein schönes, schaut mal, ein schönes dunkles Grün, fast so ein bisschen petrolartig, mit einem Blaustich, oh toll. Absolut mein Beuteschema. 3852. Nochmal so ein schönes
Petrol. So. Was haben wir hier? Die 518. Das ist die 11. Ach, das ist auch eine Hammerfarbe. Schaut euch mal an. Die 600. Schön. Richtig, richtig toll. Dann haben wir hier, oh, das sieht ja lustig aus. Wir haben, schaut es euch an, ein Zipptütchen, wo so 200er Bags drin sind. Ja, da haben wir vier 200er Bags. Das ist die 725, brauchen wir 706 Steinchen und ja, ungefähr 800 dürften wir haben. Und was ich hier ganz krass finde, dass die Steinchen fast ein bisschen wie Harzsteinchen wirken. Die sind auf der Rückseite so spiegelglatt. Also wir haben hier anscheinend wirklich Mischsteinchen. Aber diese unterscheiden sich wirklich nochmal im Gegensatz zu den anderen. Irgendwann kriegt man dann ein bisschen ein Auge dafür. Ja, 725 passt das Haar. Und dann haben wir hier ein Lindgrün und auch hier, gehen wir ganz kurz ans Fenster, könnte man meinen, dass es Harzsteinchen sein könnten. Wir haben hier die 564, das F. Schöne Farbe. Sehr, sehr schöne Farbe. Dann gibt es so eine Art Grün-Petrolton 3814. 3810. Und die 3801. Ja, das sind auf jeden Fall Acrylsteinchen, weil da gibt es ein paar Steinchen, die haben diesen verdächtigen kleinen Punkt in der Mitte. Aber auch die sehen echt gut aus. Also wirklich, hier haben wir ein Steinchen, was ein bisschen Ausschuss ist. Aber ansonsten, die sehen, finde ich für mich, schön gleichmäßig aus. So, ja, das hatte ich abgehakt. Wenn wir hier eine 3326, ein schönes Rosa. Ja, also von den Steinen, vom Anschauen, vom Kontrollieren her, gefällt mir das wirklich, was ich hier sehe. Also da bin ich mega zufrieden. 3052 ist das V. Ja, wir haben übrigens Zahlen, Buchstaben und ein paar Symbole. 989. Oh, jetzt kommt auch so eine krasse Farbe. Auch sehr schön. 3607. Falls man Stimmen im Hintergrund hört, dann sind das meine Nachbarn. Die sind nämlich draußen. Es könnte sein, dass man die ein bisschen auch durchs Fenster hört, aber das ist nicht laut und ich denke mal, man wird es nicht hören. Aber falls ihr doch ein bisschen Gemurmel hört, ja, das sind meine lieben Nachbarn. Hey, es ist schönes Wetter und da ist man natürlich draußen im Garten. Und ja. So, 738 und die 936. Schaut gut aus, dass wir alles beisammen haben. Wäre jetzt natürlich nicht schön, wenn jetzt irgendwas fehlen würde und der Shop nicht mehr nach Deutschland liefert. Aber das wäre auch jetzt dann wahrscheinlich nicht so der Super-GAU, denn ich habe ja mittlerweile einen kleinen Restebestand und notfalls kann man immer noch was nachbestellen, ja, bei ansässigen Shops. Aber wir haben hier noch zwei was zum Abhaken, nämlich die 370 und die 400. Und dann ist unser Zettelchen auch schon
wie ihr seht, ausgefüllt. Ne? Also wenn ich so Zipptütchen habe oder auch 200 Tütchen oder was weiß ich, und ich habe eine Legende, tue ich das immer noch mit vergleichen, gerade wenn es von AliExpress kommt. Macht man heutzutage nicht mehr so viel. Also nicht man, ich, weil ich nicht mehr so viel bei AliExpress bestelle. Aber an und wann will ich halt doch mal wieder ein bisschen was ausprobieren und mal gucken. Und ich bin erstmal hier wirklich zufrieden. Ich hole jetzt wieder das Bild nach oben und wir gucken uns mal eine Stelle aus, die wir dann einfach anpainten werden, würde ich sagen. Und mir ist hier noch ein AB-Steinchen auf meinem Tisch aufgefallen. Das ist nämlich die 820. Kommt mit rein. So, die Legende kommt auch mit zur Seite. Die kann man immer mal wieder gut mitgebrauchen. So, und hier ist mein Bild. Sternchen haue ich jetzt einfach mal so aufs Bild drauf. Ich frage mich gerade wirklich, an welchem Eck wir am besten anfangen. Ich glaube, wir fangen hier unten an. An diesem Eck. Es sind dann zwar nicht ganz so meine Farben, aber hier ist nicht ganz so viel verknittert und alles. Und wir haben sowohl dunkle Kreise als auch helle Kreise, um einfach mal zu vergleichen, ob da ob das Raster von den Steinchen verdeckt wird oder nicht. Ich habe hier meinen Coverminder schon bei der Seite. Schwupps. Das ist übrigens ein Coverminder von Diamond Art Club. Und meine Legende habe ich hier auch an der Seite liegen. Ich habe zwar hier auch eine, aber da muss ich nicht so über Kopf gucken. Einen Stift braucht man auch und natürlich ein Schiffchen. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt hier mit dem schönen Z an. Ich glaube, das Z ist hier diese wunderschöne 3801. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Wir machen jetzt wirklich auch bloß eine kleine Paintprobe. Denn aktuell arbeite ich am tollen Weekend in Paradise und da möchte ich heute noch ein bisschen vorankommen. So, aber Paintprobe muss heute sein. Ja, das Raster guckt ein bisschen an den Seiten durch. Also ich versuche gerade sehr, sehr genau zu legen. Aber diesen kleinen schwarzen Kreis sieht man ein kleines bisschen durch. Zum Glück ist er nicht zu stark gedruckt. Also das ist in Ordnung, aber man sieht's, ne? Vielleicht kann ich da euch dann auch ein bisschen mal näher ranholen. Und hier habe ich ein Steinchen, das schaut nicht so gut aus, das hat so eine Rille drin. Solche Steinchen tue ich immer aussortieren. Wenn ich das sehe, okay, ein Steinchen ist nicht so gut, das wird dann eliminiert sozusagen. Aber wir haben ja immer genügend Steinchen normalerweise mitgeliefert. Das heißt ja immer so, im Schnitt kriegt man so 10 bis 20 Prozent mehr Steinchen, als man braucht, dass man halt aussortieren kann oder falls mal ein kleines Missgeschick passiert. Bisher hat das bei mir auch ganz gut geklappt. Ganz selten ist mal wirklich die Farbe ein bisschen ausgegangen. Die habe ich dann meistens einfach, ne, wenn es bloß ein paar Steinchen waren, mit einer ähnlichen Farbe ersetzt. Oder ich habe in meinem Restestash geguckt, ob ich nicht noch von dieser Farbe ein paar Steinchen da habe. Deswegen ist es immer schön, sich die Reststeinchen aufzuheben, wenn wir das Glück haben, DMC-Nummer dabei zu haben. Nee, klappt gut. Lässt sich schön legen. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt hier auch eine AB-Farbe mit dabei? Ich habe ja immer ein bisschen das Problem, also nicht immer, aber manchmal, dass bei AB-Farben mir dieser Überzug von den Steinchen das Wachs aus dem Stift zieht.
Was wir noch machen können, ist unseren Autofokus rein oder ausstellen. So. Dann machen wir hier noch ein bisschen. Dadurch, dass wir jetzt hier dieses Raster haben und ich ziemlich genau legen möchte, werde ich hier nicht bei dem Bild mit einem Mehrfachsetzer arbeiten. Ist aber auch nicht schlimm. Wie gesagt, das Bild ist jetzt nicht so mega groß. Es ist 65 x 40, glaube ich. Nee, ja, 45 x 60. Also, das ist wirklich eine machbare Größe. Und aktuell wird das so und so kein Projekt für mich. Aber ich dachte, wir machen auf jeden Fall eine Paintprobe, weil das einfach nur ein Shop ist, der mir so nichts sagt. Deswegen gucken wir uns das einfach an. Alles in allem bin ich aber sehr, sehr zufrieden. Ja. Board Clue. Wie gesagt, was mich am meisten ein bisschen, na nicht ärgert, aber was ich ein bisschen traurig finde, dass die Leinwand so geknickt ist. Aber auch das ist kein Drama, weil wie gesagt, es ist von der Qualität her eine super Leinwand. Und notfalls wirklich mit glattlegen oder, wenn es gar nicht anders geht, bügeln, kriegt man das raus. Es sind wirklich bloß ein paar kleine Knitterchen. Das sind so Sachen, die legen sich dann eigentlich mindestens bei der Qualität von dieser schönen Seidenfusselleinwand. So. Ja, die Farbe ist richtig toll. Es ist fast ein bisschen so wie die Farbe auf meinen Nägeln. Aber nur fast, nicht ganz. Auf meinen Nägeln, die Farbe, die ist doch noch ein bisschen orange. Und hier ist nochmal ein Steinchen, das hat so an den Seiten ein bisschen so einen Abstand. Deswegen wird das auch mit ausgetauscht. Ja. Hier schaut erstmal ganz gut aus. Ja, und jetzt seht ihr, das Schiffchen liegt wirklich nicht auf meiner eigentlichen Klebefläche, aber hier. Die Klebefläche zieht sich bis in die Legende mit rein. Bei sowas würde ich immer wirklich raten. Klebt es euch irgendwie ab mit Tesa oder Washi-Tape. Ist wirklich einfach sinnvoller. So, das R ist doch bestimmt unsere 939. Die probieren wir auch mal noch mit aus. 939. Und hier an der Seite sehe ich, haben wir eine AB-Farbe, nämlich das kleine A. Es waren nur ein paar Steinchen, aber werden wir auf jeden Fall setzen. Gucken wir uns an. So, das R. Ja, geht. Das geht auch wirklich gut. Aber machen jetzt nicht ganz so viel. Heute wirklich mal nur eine kleine Paintprobe. Also jetzt nicht so wie bei meinem Josephine Wall Kitting Up. Das Video, das ging ja wirklich fast 2 Stunden. Ich glaube, wir waren dann zum Schluss bei 1 Stunde und 3 Viertel. Also 1,75 Stunden. Ist viel. War schon wirklich viel. Es ist mir gar nicht aufgefallen, dass es so viel Zeit war. Also, dann hier. Die 39 wollten wir mal probieren. Wo haben wir die 39? Das ist hier das zarte Rosa. Guck, vergleichen wir nochmal. Die sehen schön aus. Ich habe jetzt wirklich bloß ein paar drauf. Schaut es euch mal an. Halt. Muss man natürlich auch noch den Fokus. Jetzt haben wir. Das hat doch was, oder? Also ich bin wirklich froh, dass das Bild nicht komplett aus AB-Farben besteht.
Das ist schon besser so. Wir haben ja noch das Mystery mit den kompletten AB-Farben. Das reicht wirklich aus. So viel kann ich auch gar nicht painten, ne? Übrigens, die AB-Steinchen lassen sich super setzen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwie mir das Wachs aus dem Stift gezogen wird. Ganz problemlos. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt noch das C und dann reicht es eigentlich für unsere kleine Paintprobe. Ich werde jetzt nicht das komplette Eck hier ausfüllen. Das machen wir dann irgendwann mal, wenn wir wirklich mit diesem Bild starten. So, wir nehmen mal die Nummer 10. Ja, das steht hier gar nicht drauf, ob das jetzt 1, 2 oder sonst was ist, sondern wir müssen nach unserer DMC-Nummer gehen. Ah, die Nummer 10 ist die 400. Was ist die 400? Irgendwas Gelbes oder Orangenes? Ich bin gerade am Suchen. So, 400. Ich bin irgendwie gerade ein bisschen blind. Ich sehe die 400 nicht. Was ist hier das? Ah, doch, okay. Ist das braun? Und auch hier sehen die Steinchen schön aus. Ich zeige das euch mal, auch wenn jetzt braun nicht so meine Farbe ist. Die Steinchen schauen ganz gut aus. So, also los geht es. Noch ein bisschen braun. Zieh. Oh Gott, ich hoffe wirklich, man hört das Gequassel nicht im Hintergrund, weil ich glaube, das ist, ich muss euch gestehen, ich mag solche Nebengeräusche in Videos nämlich selber nicht. Ich kann mich da immer sehr schlecht konzentrieren, deswegen, ja, hoffe ich immer, dass bei meinen Videos nicht ganz so viele Nebengeräusche sind. Allerdings würde ich jetzt ungern das Video abbrechen wollen, weil dann könnte ich es erst morgen machen. Oder dann heute später, wenn es dunkel ist. Ja, nein, ich möchte das Video jetzt drehen. Ich habe nämlich Lust dazu. Und jetzt erst das Bild wegpacken und dann heute Abend wieder auf den Tisch packen und hin und her. Ja, das ist dann doch ein bisschen chaotisch. So, aber wir haben es gleich. Wir haben es gleich geschafft. Dann hole ich euch noch mal kurz runter und zeige euch die Leinwand und das, was wir geklebt haben. Mal noch ein bisschen vom Näheren. So, mache jetzt nur noch hier diese 4 und dann reicht es für heute. Wie gesagt, ich habe heute eh nicht so viel Zeit, deswegen heute einfach mal ein kleines bisschen kürzer. Wir machen den Autofokus direkt wieder rein. So, ich hole euch runter und das ist unser Ergebnis. Und ich finde, das sieht wirklich ganz gut aus, ne? Kann man zufrieden sein. Also, ich bereue den Kauf nicht. Auch wenn es ein bisschen was anderes rausgekommen ist, als ich gedacht habe. Ein paar kleine Mängel gibt es. Wie gesagt, die Knicke von der Leinwand. Aber ich glaube, das ist das Einzige. Ansonsten bin ich wirklich zufrieden. Ich finde es toll und doch. Das Bild darf bleiben. Ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr mit dabei wart und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und vielleicht sehen wir das Bild ja irgendwann wieder mal in einem Paint with Me. Bis dahin, ihr Lieben, ciao und danke, dass ihr mit dabei wart. Bye, bye.